euch zu einem neuen Video im neuen Jahr, aber bei mir ist ein altes Jahr. Ich habe heute mal was ganz anderes. Hier ist es dunkel, weil heute Silvester ist, wollen wir uns ein bisschen Gulaschsuppe machen. Und da haben wir hier so einen schönen Topf. Aber wir haben noch keine Dreibein und noch keine Feuerschale. Also heißt es mal wieder auf den letzten Drücker. Mal schnell was zusammenbauen. Da gucke ich mir jetzt mal an, was ich für Material brauche. Und dann hole ich euch wieder, wenn ich einen Plan habe. So, hier habe ich jetzt so ein altes Ausdehnungsgefäß. Das ist relativ stabil, klingt es noch. Und hier habe ich mal im Schrott so einen alten DDR-Grillfuß oder was, das ist selber gebaut. Habe ich mal aufgehoben. Der Plan ist jetzt, dass ich das jetzt hier aufsäge und dass ich die Schale mit dem Rand, weil der dran bleibt, dann benutze. Weil da denke ich, dass es sich am wenigsten verzieht. Und dann schneide ich das noch ein Stück ab, weil das muss überhaupt nicht so hoch sein. Dann schweiße ich das hier drauf und dann nehme ich die genaue Höhe, dass man Top noch ein bisschen verstellen kann. Das mache ich mir dann aus drei Rohren, so ein Dreibein. Und hier vielleicht noch ein paar Schlitze in die Seite rein. Mal gucken. Ich schneide es erstmal auf und dann geht es weiter. So, aufgeschnitten ist. Hier ist dann noch so eine Gummiblase drin. Die kann man schön hier mit dem Messer rumschneiden. Jetzt habe ich mir hier so ein Blech gemacht, so ein bisschen über den Knie gebogen und immer eine Markierung hier. Und dann mache ich mir jetzt hier mit der dicken Trennscheibe, mache ich mir hier Schlitze rein, damit es ein bisschen Zug kriegt von der Seite. Und dann schneide ich den Stutzen ab, da wird das dort angeschweißt. Und dann können wir schon anfangen, das Dreibein zu bauen. Jetzt mal die Rohre rein für das Dreibein und dann gucke ich mir mal an, wie das mit der Höhe werden muss. So, das hätte ich gerne als Maximalhöhe. Ich muss natürlich viel höher mit den Rohren, weil sonst ist ja oben dann kein Platz mehr, dass der Top noch dazwischen hängen kann. Und ich mache drei Beine, weil drei Beine gibt es nicht. Sehen wir beim Kamerastativ. Ich denke mal, ich werde es wohl 2 Meter lang machen und dann mache ich mir oben einen Haken dran und eine Kette mit einem Karabiner oder irgendwas oder irgendeinem Haken und dann sollte das klappen. Ich lasse das mir jetzt mal hier so als Versuchsaufbau stehen und suche mir mal die passenden Rohre raus und dann probieren wir es aus. Man hätte es eben messen können, aber ich mache die jetzt eh alle auf eine Länge. Ich muss ja irgendeine Schräge dran kriegen. Gucke ich mal alles, was die Säge hergibt hier. Na, Öl vielleicht nicht ganz, doch. Ja, es ist schon ein scharfer Winkel.
Gucken wir mal. Was hält mich gleich das Gewinde mit ab? Das ist ja alles Heizungsrohr, der ist ja auch gläubig. So, ich habe alles verschweißt. Obendrauf habe ich mir noch, weil der Winkel nicht ganz stimmte, also wegen Zuschweißen die Lücke, noch eine Edelstahlhutmutter drauf gesetzt. Ich denke, das ist das Eleganteste. Dann den Haken von unten reingesetzt, hier richtig ordentlich verbraten. Jetzt habe ich noch Zinkspray drauf gesprüht und jetzt warte ich, bis es trocken ist. Ich muss dabei dann noch einen Markierus rausfahren und noch hier so eine IBC-Kiste mit Holz vorfahren. Weil wir das auf dem Hof machen bei uns und weil hier hinteren ist Quatsch, bloß wegen Essen. Und vorne da haben wir gleich die Küche, da können wir gleich essen, das passt. Ja, ich hole euch wieder, wenn ich zusammengebaut habe. So, drei Beine habe ich schon auf dem Hof geschafft vor, zeige ich euch dann. Aber es gibt noch was Neues. Ich war gestern bei den Leuten von dem Kanal Bart Farm. Sehr patente Leute. Wir hatten in meinem Livestream hatten wir gesprochen oder geschrieben, dass sie noch so eine Öltankstelle übrig haben und dass sie die mir schenken würden, wenn ich sagen will, weil sie von einer Ecke in der andere räumen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dasselbe damit mache. Ich habe mir schon so ein Bild überlegt, wo ich die hinstelle, aber das kommt in einem anderen Video. Und dann war ich einmal in Thüringen. Da habe ich mir noch für einen GT breite Felgen geholt. Die eine ist zum Teilen. Ich dachte, dass beide geteilt sind, aber es war nur eine als Foto drin und als normaler Mensch geht man davon aus, dass da beide so sind. Aber ist egal, ich habe eine Aufziehmaschine. Da tue ich mit meinem Freund Marcel, wo ich die Motoren geholt habe, tue ich Gabeln, der hat noch eine Stache und kriegt die geteilte, weil der keine Aufziehmaschine hat. Wenn wir Gabeln. Da haben wir einige gefragt wegen dem Bagger, ob er den mal vorstellen kann. Ich denke mal, das ist kein Problem, da muss ich ihn mal fragen. Wenn du das siehst, kannst du mir mal schreiben. Die Motoren stehen jetzt hier. Ich habe jetzt überlegt, dass ich den 50er hier in den Teilespender reinbaue.
weil sich das besser macht mit den Löwen lassen und so. Das mache ich jetzt aber nicht mehr dieses Jahr, weil wir haben heute den 31. Und ich habe jetzt das Dreibein schnell gebaut. Habe ich euch mal schnell mitgenommen. Ich zeige euch dann noch, wie es fertig aussieht. Und vielleicht noch, wie wir heute Abend was gekocht haben. Und dann war es das auch schon wieder relativ für das Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal übelst bei der Thüringer. Guckt mal, ich weiß, die haben 1000 Abonnenten mehr wie ich. Aber vielleicht sind ja meine 3000 Abonnenten. Übrigens vielen Dank für über 3000 Abonnenten. Vielleicht sind die ja auch teilweise noch gar keine Zuschauer von Bartfarm. Also bitte guckt bei denen mal vorbei. Und obwohl ich weniger Leute habe wie die, aber ist ja egal. Ich muss ja irgendwie was zurückgeben. Und das Ding machen wir wieder flott, stellen sie in der Ecke. Vielen Dank wirklich an euch. Super. Hat super geklappt. Und ich wünsche euch, ach nee, ich brauche euch gar keinen guten Rutsch wünschen. Ihr seht es erst danach. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und ich hoffe, dieses Jahr machen wir auch wieder mindestens 2000 Abonnenten. Hat super geklappt dieses Jahr. Das lag natürlich ein bisschen an mir, dass ich lange nicht gemacht habe. Aber ist egal. Und ich hoffe, wir rutschen auch gut rein. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen auf. Und abonniert gerne. Ich habe gestern nochmal geguckt. 59% sind keine Abonnenten der Zuschauer. Also, wenn ihr nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren, abonnieren. Und dann könnt ihr mir das nächste Mal wieder zugucken, wie ich fast an einem 2-Bonbon ersticke. Ich blende euch dann noch was vom 3-Bein ein. Bis zum nächsten Mal. So sieht's fertig aus. Karabiner, Höhenverstellbar. Zack.